Regisseurin Emily Atef hat mit großartigen Darstellern einen Film gedreht, der sich souverän vom obligaten Bild-Zeitungsbild des Ostens trennt. Was ist denn heute mit der? Es ist der Sommer 1990. Ein Dorf in Thüringen. Das überaus bodenständige Mädchen Maria dort beginnt eine intensive Liebesgeschichte. Leidenschaftlich, selbstbewusst und ungestüm. Wer ist Maria? Maria ist für mich so eine unheimlich, ein Kraftzentrum der Geschichte. Eine junge Frau, die sehr gerne liest und außergewöhnliche Bücher liest, die heutzutage sich nicht mit TikTok beschäftigen würde, sondern der ich zutraue, dass sie immer noch lesen würde oder sich irgendetwas suchen würde, wo sie abtauchen kann, wo sie in die Tiefe gehen kann. Erinnere dich, ich habe auch gesagt, sie kam mir so vor, weil es auch so was Exotisches hat, wie so eine Tochter von irgendeinem hawaiianischen Häuptling. Irgendwas mit Natur, so eine Naturgewalt, irgendwas Stabiles. Kein flirrendes Wesen, um die man sich sofort sorgt und man denkt, um Gottes Willen, geh da nicht in diesen Hof, sondern ich glaube, die will das, die hält das aus und es ist auch vom Kräfteverhältnis, sie ist die viel stärkere, viel stabilere Persönlichkeit. Einmal kann er sie noch haben. So. Einmal kann er sie noch haben. Hochmütig ist er. Gewährt ihm die Gnade eines letzten Besuchs. Worauf wartet sie? Zieh sie sich aus. Ich habe als Erste nur so eine kurze Synopsis bekommen. Und da war halt einfach nur so, ja, jüngeres Mädchen, älterer Mann. Und ich dachte so, ah, okay, mal gucken. Und dann habe ich aber angefangen zu lesen und natürlich versuche ich da auch offen ranzugehen und war aber eigentlich sehr, sehr, sehr schnell, kam ich weg von diesem Bild, also unserem gesellschaftlichen Bild oder von diesem Zeitgeist, der gerade so existiert und war einfach hin und weg von dieser Leidenschaft und dieser Geschichte, die so viel komplexer ist, als einfach nur zu sagen, ja, das ist eine schwierige Beziehung oder eine Beziehung, die nicht sein darf, sondern es geht ja um so viel mehr. Die erotischen Szenen sind von großer Schönheit. Offen, aber nie voyeuristisch. Wir hatten eine ganz tolle Intimacy-Koordinatorin an unserer Seite. Das ist eine Frau gewesen, die nur dafür zuständig war, uns quasi die Angst zu nehmen, in diese Szenen zu gehen und dass wir uns frei fühlen und da nicht geschädigt wieder rauskommen. Und wir haben sehr lange geprobt, sehr viel, sehr intensiv und Vertrauen aufgebaut. Und man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie ein Tanz. Wir haben eine Choreografie eigentlich gehabt, komplett angstfrei. Ja. Und sich vor allen Dingen damit so auseinanderzusetzen, was ist überhaupt Intimität? Ja. Wo fängt die an, wo hört die auf? Und sich mit diesem Bewusstsein in diese Szene zu gehen, dass man in dem Blickkontakt schon so viel mehr Erotik stecken kann als in einem nackten Hintern. Mhm. Wir sind die Wanderer ohne Ziele. Die Wolken, die der Wind verweht. Schließ mit deinen kühlen, guten Händen alle Wunden zu, dass nach innen sie verbluten. Ein melancholischer Blick auf das Peking unserer Tage.
Ein vormaliger Lyriker, der jetzt sein Geld als Restaurantkritiker verdient, lernt eine attraktive, junge und beherzte Fotografin kennen und beginnt mit ihr eine schwer zu beschreibende Beziehung, bei der die Stadt eine besondere Rolle spielt.您是够瘦的，你是您的吧，我还得干活呢。真不吃啊？就是说，我在挑选演员的时候，这个演员身上的某些特质和这个人物有相同的东西的时候，电影拍起来就比较容易。里边的那个辛柏青，就那个古饰演古文通的。 这个演员他就是北京人，有北京人特殊的那种节奏，有北京人很特殊的那个客气。但是说什么呢？当然，这个演员身上的那个客气，并不是说里边的那个人物的那个客气，但是说没有这个演员的客气的话，很难完成电影里那个人物很独特的那个客气。而这个女孩呢，是广东人。 生活在北京，他等于说离开了家乡，在北京生活的话，他会有一种跟当地人不太一样的那种身体的东西，把他们结合到一起，在片场。 Überall in Peking reibt sich Altes mit Neuem. Die Straßen mit den herkömmlichen Häusern, außen frisch gestrichen, aber innen wie immer, sind vollgestellt mit Autos. Auch die traditionellen Riten auf den Straßen, wie der Schattenboxen, sind umgeben von flutendem Verkehr. Sogar auf dem Friedhof müssen die obligaten Verbeugungen schneller absolviert werden. Mama,我们都来了啊，也都拜了，你就回去了啊。完了，妈就不行，磨叽。 活着笑的才叫真孝顺。人一定是往前走，一步一步的生活下去，里边会情感上会发生很多的变化。但往前走的过程中呢，你不要遗忘很多的东西，很珍贵的东西。一旦你遗忘了的话，你这个人变得不舒服。所以可能电影有时候也是抵抗一种遗忘，我们不要忘记。 当然还是要往前的话呢，你不能因为前面不舒服、不怎么样，你就每天板着个脸。Unter den diesjährigen Shootingstars eine norwegische Schauspielerin, deren Film demnächst in die Kinos kommt. Hello, my name is Christina Kujatsar and I'm the Shooting Star from Norway. Wenn du erfolgreich sein willst, musst du narzisstisch sein. Und warum jobbst du dann in einem Café? Weil ich keine Narzisstin bin. Außerdem habe ich einen Freund. Er heißt Thomas. Er ist Künstler. Zurzeit ist er kein besonders guter Freund. Er ist von seiner Karriere besessen. Er denkt an nichts anderes. Sehr schön, super. Ich bin seine Freundin. Ach so, ist ja interessant. Hat er gar nicht erzählt. Um auf besondere Weise besonders zu werden, treibt es Sinje bis zum Exzess. Zeig doch mal. Hör auf. She is a woman who has a lot of issues and a lot of narcissistic traits. She's very egocentric and she has a very twisted idea of what love is. Yeah. Der Film ist ein bitteres Porträt unserer Zeit, die zunehmend von Werbung dominiert wird. Es kommt weniger auf Tatsachen als auf eine möglichst profitable Wahrnehmung an. Vor mir hatte noch niemand diese Krankheit. Ich habe mir die Untersuchungsergebnisse angesehen. Ihr Zustand ist schockierend. Machst du ein Foto von mir? Wofür das denn? Ich würde es gerne posten, damit alle Bescheid wissen. I mean, the first time I read it, I felt sick of myself. And sick of our society, really. I felt just like, ashamed. Haben die Leute schon nach mir gefragt? Nein, eigentlich nicht. Oh mein Gott, Single.
Wie fühlt man sich als Berlinale Shootingstar? Well, for me, it's a huge honor and it really feels like a good job, Christine, like a pat on the back. Christine Kujatorp, European Shooting Star. Thank you so much.